Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, mit dem Thema die besten Fettburner. Ohne was zu tun, ohne sich um die Ernährung zu kümmern, ohne um sich sein Trainingsverhalten zu kümmern, haben wir die maximalen Resultate. Ja, die Dinger sind superklasse, die gibt's, die kann man kaufen und dann ist alles gut. Diese Antwort habt ihr hoffentlich von mir nicht erwartet, weil das gibt es nicht. Es ist gerade die Jahreszeit. Da erhalte ich natürlich eine Vielzahl von Nachrichten über alle Kanäle, YouTube, Facebook, E-Mail, was auch immer. Ich brauche sofort einen Fettburner, der maximale Resultate, maximale Erfolge erzielt, innerhalb von kurzer Zeit. Wenn ich diese Nachricht lese, ich spreche es jetzt nicht aus. Es gibt keinen Fettburner, der maximale Resultate erbringt, wenn man gewisse Dinge nicht berücksichtigt. Hier sind ein paar, die nutzen alle gar nichts, unter Voraussetzung, dass gewisse Dinge nicht berücksichtigt werden. Warum haben wir zu viel Körpergewicht? Warum haben wir zu viel passives Körpergewicht? Muss ja einen Ursprung haben. Der Ursprung liegt letztendlich immer bei allen, da gibt es keine Ausrede, auch keine Krankheit, liegt letztendlich immer in dem Bereich, dass ich die falsche Menge Nährstoffe und vor allem die falsche Menge an Energielieferanten in der Regel, zur falschen Tageszeit, zu viel, zu wenig, kann euch auch eine Möglichkeit zuführe, im Verhältnis zu der Bewegung, die ich tagtäglich habe. Ich habe einen Bewegungsradius, das heißt, ich habe eine Vielzahl von Bewegungen, je nach Körpertyp, je nach Berufsbild, je nach sportlicher Aktivität, verbrennt man dann eine gewisse Menge Energie. Wenn ich im Laufe der Zeit passives Gewicht anlege in Form von Depotfett, dann liegt es daran, dass ich mich im Verhältnis zum Essen zum Beispiel zu wenig bewegt habe oder dass ich im Verhältnis zur Bewegung zu viel gegessen habe und dann noch in der falschen Struktur. Somit macht es recht wenig Sinn, einen Fettburner zu nutzen, von diesem Fettburner einen maximalen Erfolg zu erwarten, unter Voraussetzung, dass ich mein Essverhalten überhaupt nicht an mein Vorhaben angepasst habe. Somit gilt als allererstes, wenn ihr einen Fettburner nutzt und ihr Erfolg erwartet vom Fettburner, und zwar einen langfristigen Erfolg, nicht nur einen kurzfristigen, dann müsst ihr auch euer Ernährungsverhalten überdenken. Führt ihr die Art von Nährstoffe in der richtigen Menge zu oder macht ihr das nicht? In der Regel wird es so sein, dass er es nicht macht. Also passt die ganze Geschichte an euer Vorhaben. Das gleiche ist das Trainingsverhalten. Fettverbrennung und dann Maximalkrafttraining oder Training mit 4, 5 oder 6 oder 7 Wiederholungen, kein Cardio dabei, sehr träger Stoffwechsel, führt letztendlich nicht dahin, wo ihr möchtet. Auch das Trainingsverhalten muss angepasst werden. Und nur unter den Voraussetzungen, dass diese Faktoren den gleichen Stellenwert haben wie der Fettburner, wie gut der Fettburner ist, werdet ihr auf Dauer auch Erfolg haben. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer. Weil wenn ihr die Fettburner einsetzt und ihr reduziert euer Körpergewicht, und ihr setzt dann den Fettburner ab, was wird wohl letztendlich passieren? Ihr werdet genau wieder am Ausgangspunkt landen, wo ihr angefangen habt, vor der Fettverbrennung bzw. vor der Einnahme der Fettburner. Somit macht dieses Vorhaben in dieser Art und Weise keinen Sinn. Auch unter Voraussetzung, dass ihr gelesen habt, auf der Dose steht, ja, nehmt den Fettburner, nehmt drei Kapseln, dann ist alles gut. Das steht auf den Dosen so drauf. Wenn die Hersteller euch die Wahrheit sagen würden, was ihr alles tun solltet, damit das Ganze funktioniert, würdet ihr nicht machen, weil ihr wolltet den einfachsten Weg haben. Den Weg des geringsten Widerstandes. Und der hat noch nie funktioniert, wird auch nie funktionieren. Und das ist auch gut so. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.